sowas. Ja, irgendwas Cooles hätte ich jetzt auch gedacht. Aber nicht unbedingt Endgegner, aber na gut, wir wissen nicht, wofür das... Oh, warte mal, der Schlüssel? Vielleicht für die Kanalisation? Da war doch, das sind wir doch schon drin. Ja, da war doch so eine Barriere. Ach so. Probieren wir mal, ob das wieder Spiel ist. Bei dem Spiel, also das nicht, wo du vorhin warst, sondern was neben dir stand, da stand ja, hier ist ein Schädelschlüsselloch. Stand da echt Schädelschlüsselloch? Bei dem Spiel daneben, das heißt halt, also... Ich hab das, ja, hab ich auch gesehen, aber dass das Schädelschlüsselloch hieß, ah, doch. Oder? Also jetzt kann ich spielen. Unimo Card. Level-Modus. Cool, was ist das? Oh, da fährst du mit so einem Unimo auf so einer Schiene lang. Du musst immer springen, wenn ein Abgrund kommt. Cool, geh weg, ich will auch. Ja, das beide cool, zocken. Oh. Level-Modus. Okay, das ist ein bisschen komisch. Ja, wie springt man? Mit links, mit der linken Taste. Hui! Nein, daneben. Boah. Das ist dumm. Boah, was ist das für ein Dreck? Hinten kommen dann so drei Einzelne in der Luft, da musst du genau abschätzen, wann du springen musst, vorher. Nein! Das ist irgendwie ein bisschen komisch so. Und wieder von vorn. Aber was bringt's, wenn wir das durchhaben? Irgendwas kriegst du bestimmt. Ich dachte, die Unimo-Karte ist aus dem Mario-Kart. Das wäre jetzt geil. Oh, ich glaube, die ändern sich auch immer. Gibt's noch Barriere? Bist du mal gegen so eine Barriere geknallt? Level 1 ist das, oder was? Die speichert das. Jetzt wieder von vorne, ey. Aber ich bin schon nah vorm Ziel. Das erste, wie ich mal schaffen kann. Ich habe das Gefühl, die ändern sich immer, die Level. Das weiß ich gar nicht. Ich glaub, der Anfang finde ich das irgendwie immer gleich. Danach merke ich es mir nicht. Okay, die Taste, die Springtaste hat immer eine kleine Verzögerung. Alter! Hä, was war das? Bei mir kam so ein komisches Düding. Wie bei Mario, wenn man Münzen einsammelt. Bei mir auch. Läutet es. Kann man noch mehr einsetzen oder so? Ey, ich wollte gar nicht aufhören. Boah. Und irgendwie schneller fahren? Nee, das täuscht. Ja, aber wieder von vorn, das gibt's doch nicht. Das ist vom Gefühl her irgendwie blöd, oder? Ja. Weil du halt auch nicht irgendwie rechts-links steuern kannst. Wenn du jetzt zu weit gedrückt hast, weißt du? Ja. Dass du dann halt nochmal stoppst, also nach hinten ziehst irgendwie. Und das Blöde ist auch. Du musst genau auf diese Einzelnen landen. Bist du weg? Ah. Und wenn du genau auf so ein Einzelnen landest, du hast keine Zeit zum Springen, weil der direkt runterfährt. Also wenn der despawnt auf so ein kleines Ding, was ich einmal an sich schon mal. Tschüss. Ist ja Akro, ist ja Meatball, Madball, Madboy, wie ist das? Heavy Meat Madboy, ja. Oh nein. Und wieder von vorn. Ist das Sackgang, Alter? Mach doch mal leichter. Ich will einmal das Level schaffen. Ich war schon mal kurz vorm Ziel. Es muss doch gehen. Ich hab das Gefühl, das wird immer schwerer. Wenn du von vorn anfängst. Och Mann, spring doch ab. Da, wie hätte ich da hochkommen können? Diese einzelnen Dinger, die regen mich auf. Wenn ihr auf so ein Ding despawnt, das ist übelst der Fail. Da hast du gar keine Chance zum Springen, weil er dann sofort runterfährt. Das ist doch am Meatball angelehnt, oder? Kann wieder so ein Ding-Mario-Geräusch. Vielleicht ist es genau in der Mitte. Ja, das kann sein, aber was bringt's? Speichert ja trotzdem. Das kann man doch nicht schaffen. Einmal schaffen. Bestimmt irgendwie Tricks noch. Boah. Boah, ich dachte. Nee, ich war jetzt auch kurz vorm Ziel und dann kamen drei einzelne. Tschüss. Wenn du den ersten nicht richtig triffst, hast du keine Chance mehr.
glaube ich, auch so ein bisschen wahllos zusammengestellt, oder? Manchmal passt es gar nicht. Ja. Boah, ich bin jetzt habe ich hier die einzelne. Nein! Okay, dadurch müsste ich aber das Schwere nicht machen. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, da kommt eine ganz lange Gerade am Ende. Nein, als ob der da nicht abgesprungen ist. Level 1 habe ich geschafft und jetzt? Och nee, weil ich war gerade nicht in dem Bildschirm drin. Aber das Coole ist, Level 2 hast du wieder 3 Leben. Aber ich bin gespannt. Mal gucken, ob wenn ich dann sterbe, ob ich wieder von vorne bei Level 1 anfange. Aber dann wäre es richtig scheiße. Ja, tschüss, du fängst da wieder von vorne an. Ja, bei 1, Level 1. Ja. Abhauen, es kam nichts. Leck mich am Arsch. Für was war denn die Höhle gut jetzt? Ehrlich, ey, das gucke ich aber wirklich nochmal nach, was das soll. Ich will denen hier noch was schenken, wenn die jetzt alle gerade hier sind. Da lass Scheiß. Für diese krasse Höhle da, weißt du? Irgendwas Cooles. Rostiger Schlüssel, aber vielleicht kann der Schädelschlüssel noch für was anderes benutzt werden. Ach so, das kann sein, ja. Weil das triggert mich doch. Das kann nicht wahr sein, gerade. Dass das das Einzige ist, wofür das gut ist. Gut, aber der eine Schlüssel, der für die Kanalisation da ist, kommen wir auch nicht weiter. Ja doch, da waren wir halt schon drin unten, aber ja, da gibt's was ist nichts. Da unten drin gewesen? Nix. Wir müssen noch eine Menge hier herausfinden. So, ich gebe direkt hier die beiden Stiefel ab. Ich habe die ja doppelt aufgenommen von dir halt. So, ab ins Bett. Warte. Nö. Mach direkt nochmal ein paar Goldnei, damit ich mir morgen eine Spitzhacke machen kann. Wir haben sowieso genug Gold, aber trotzdem. Ding, 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 ding. Bad. So. Sommer. Leben vom Land. Hier eine Idee. Züchte einen Wildbaum-Obstgarten heran. Bringe an all diese Bäume Zapfhähne an und ernte den wertvollen Sirup. Auch nicht. Cool. Kann an die eigenen Bäume. Oh, Melonen. Brauchen Gold noch. Goldene Melonen noch, gell? Eine habe ich. Ich weiß auch nicht, wie viel. Bei, schau mal kurz, wie viel. Hier unten war leer, also wahrscheinlich komplett 5. Ja, wir haben schon das abgegeben, die Melonen. Nein, 5 noch. Die mussten wir dann komplett abgeben. Ja, ja, ich denke, dass wir schon echt alle... 5? Ich dachte schon, wir hätten eine oder ja, so schon. Nee, wir haben... Ja, 3 Golden haben wir jetzt immerhin. Ah, unten sind noch mehr Melonen, warte mal. 2 und eine noch. Ja, haben wir. Okay, gleich hier in die Sammelkiste. Nein, da sind schon 2 drin. Ja, die habe ich gerade reingetan. Achso, von gerade. Dann habe ich gesehen, dass hier unten noch mehr Melonen gewachsen sind. Wir brauchen ganz viele von den Blaubeeren, weil die kannst du schenken an die Leute. Achso, ich bin voll. Hatten wir jetzt schon ein Bier verkauft? Weiß nicht, was du vorhin mit deinem einen Bier gemacht hast. Nee, das hatte ich ja geschenkt bekommen. Ich habe jetzt gerade erst, glaube ich, oben eins reingetan. Achso, stimmt, du hast es ja an die Dingens gegeben. So. LOL! Ach so, Inventar voll. Ich dachte schon. Ich dachte schon, die hätten hier ein Ei gelegt, ja. Schlüpft. Ja, genau. Ist
das denn? Ach, Sonnenblumensaat. Die kann man dann direkt nochmal... Ja, die fallen ab direkt, wenn du die hier erntest. Das weiße Huhn will irgendwie nicht. Kuh direkt daneben steht. Bim, bim, bim. Das ist echt krass, guck mal, die anderen Gießen, haben... Da geht ja Zeit drauf, ey. Tschüss. Also nach dem Sommer machen wir es auf jeden Fall anders. Baue ich ganz viele von diesen Dingern da hier, ja. Eier. Bis um 11 habe ich jetzt hier. Oh, Bier, warte, ich habe keinen Hopfen reingepackt. Warte mal. Was muss man denn generell noch bei der Speisekammer abgeben? War da nicht auch sowas wie Bier dabei? Nee, ich glaube nicht. Bier kann mich jetzt nicht erinnern. Oh, Rotkohl einmal. Mann. Haben wir doch noch, oder? Ja, ich pack mal einen weg. So, dann checken wir das nochmal noch aus. Entenei, großes weißes Ei, wenn der Farid Bang nicht wachsen will. Bla. Wein! Wein brauchen wir auch noch. Ach so, echt? Ja. Hasenpfote, Granatapfel haben wir noch nicht, ne? Nee. Belohnung Freundschaft beim Verzauberer. Echt? Ja. Oh, Sonnenblume. Warte, direkt eine rausnehmen. Können wir auch abgeben. Geh ich mal hin. Ja, ich will das... Ich, kannst du zwar machen, aber ich würde jetzt nochmal durchglotzen. Nee, danach gehe ich zum... Lass meine Spitzhacke vergolden. Na gut, Apfel haben wir noch nicht. Entenfeder. Ich hab Gold. So, hier gehen noch zwei rein und dann fehlt da nur noch die Entenfeder. Hasenpfote, Granatapfel. Apfel und halt Maki-Rolle, Straußfarn und Trüffel. Und für Trüffel brauchen wir die verfickten Schweine. Und nur noch diese Entenfeder. Oh, guck. Gewürzbeere. Ich weiß nicht, ob die Edelwicke gut war für Lea. Kauf mal einen so ein Bündel hier oben für 5000. Qualitätsdinger. Nice. Jetzt haben wir noch 10 und 15. Und dann kriegen wir oben die Busreparatur. Pam wieder was zu arbeiten hat. Ach, die kann so weiter saufen. Und dann ist meine Freundin traurig. Das juckt mich das. Ist doch egal. Tiere kaufen, so. Eine Ziege? Wir brauchen nur noch 5 goldene Mais, Tobi. Dann haben wir oben das eine wieder fertig. Ziege, echt? Nice. Also will ich mit einer Ziege? Wir wollen ein Schwein haben, ein Trüffelschwein. Aber wie kriegen wir denn ein Schwein?
Oder gibt's noch ein Update, nachdem du eins gemacht hast? Nee, das ist doch grau hier unten. Das Einzige, was warte mal, ich kaufe jetzt erstmal eine Kuh. Noch eine. So. Fladen heißt die jetzt. Wegen Kuhfladen. Beschissener. Echt? So. Jetzt ist die weg. Ich wollte noch eine blöde Ziege kaufen. Mensch, dummes Kind. Du dumme Marni. Muss ich nochmal warten.